fünf Studios. Mehr aus dem Studio Heide mit Jonas Auto. Guten Tag. Der schnelle Weiterbau der A20. Das bleibt weiterhin nur eine Wunschvorstellung für die Unternehmen hier in unserer Region. Die Ampelkoalition in Berlin hat dem Bauprojekt gestern kein überragendes öffentliches Interesse zugesprochen. Damit wird es für den Weiterbau der A20 auch keine vereinfachten Verwaltungsverfahren geben. Die Unternehmer der Westküste können das nicht verstehen, sagt Ken Blöcker vom Unternehmensverband Unterelbe Westküste. Wir waren heute Morgen sehr überrascht, als wir von den Ergebnissen lesen mussten. Als Wirtschaft der Westküste sind wir von den Ergebnissen sehr enttäuscht, frustriert, überrascht, aber auch ein Stück weit verärgert, weil wir vom FDP-geführten Bundesverkehrsministerium andere Zeichen und auch andere Worte bekommen haben, was das Thema A20 anbelangt. Seit Jahrzehnten wird geplant, die Autobahn von Bad Segeberg über Bad Bramstedt und westlich von Hamburg über die Elbe bis nach Niedersachsen zu verlängern. Die Wirtschaft der Westküste braucht laut Ken Blöcker die A20 mehr denn je. Als Gründe dafür nennt er zum einen hohe Investitionen, zum anderen sei Schleswig-Holstein ein Flächenland. Die Menschen und Unternehmen bräuchten diese Autobahn bei den steigenden Verkehrszahlen. Auch die Attraktivität des Standorts Westküste leidet seiner Einschätzung nach unter der Entscheidung aus Berlin. Ohne die A20 werden sicherlich Investitionsentscheidungen sich noch mal genauer angeguckt, weil die A20 für viele Investitionsentscheidungen und das Versprechen und das Vertrauen darauf, dass die A20 kommt, immer eine richtige Rolle gespielt haben. Und wenn die A20 nicht kommt, bricht ein großes Steinchen weg. Aber, das lassen Sie mich noch zum Schluss sagen, daran glauben wir noch nicht. Da kann noch nicht das letzte Wort gesprochen sein. Die Unternehmer der Westküste hoffen nun darauf, dass die Landesregierung noch einmal auf den Bundesverkehrsminister der FDP zugeht. Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Klaus Ruhe-Madsen spricht heute von einem Schlag ins Gesicht für die wirtschaftliche Entwicklung der gesamten Westküste.